Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge an diesem 6. Dezember. Nikolaus haben wir. Ich wünsche euch ein schönes Nikolausfest. Ihr hattet bestimmt, ich nehme die Folge im Vorhinein auf, ich glaube der erste Advent muss schon gewesen sein. Falls ja, ich hoffe ihr hattet einen schönen ersten Advent. Ich wünsche euch eine schöne restliche Adventszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünsche ich euch noch nicht. Wie gesagt, es kommt noch eine Folge zwischen Weihnachten und Silvester, also mindestens eine. Mal schauen. Es geht um eine Serienempfehlung, könnte man sagen, eine Folge einer Serie. Es gibt von NDR die Serie oder die Reihe Heimatgeschichten. Und verlinke ich euch mal auf die NDR-Seite. Da gibt es eine Folge, die immer zu Weihnachten, ich dachte immer vor Weihnachten gespielt wird. Die hier wird nach Weihnachten gespielt. 25. Dezember, 9.10 Uhr bis 9.55 Uhr. Heimatgeschichten, himmlischer Besuch. Jedes Jahr zu Weihnachten steht die rüstige Rentnerin Helene Dannenberg vor dem gleichen Problem. Und so weiter und so fort. Ich möchte euch das nicht vorlesen. Ihr könnt euch das selber durchlesen, wenn ihr das wollt. Oder ihr schaut da einfach rein. Für mich wirklich eine ganz, ganz, ganz nette Folge. Ich mag die Heimatgeschichten sowieso. Aber dieses himmlische Besuch passt perfekt zur Weihnachtszeit. Ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht und ja, ganz einfach sehr, sehr nett. Und gerade mal 45 Minuten lang, so viel Zeit kann man sich nehmen. Und wenn man auf sehr nette Geschichten steht, sollte man die sich auch nehmen. Meiner Meinung nach. Daumen hoch für die Heimatgeschichten, himmlischer Besuch. Und in diesem Sinne, das war die letzte reguläre Folge für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.